du bist viel zu dick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Größe 40 trägst. Wie wär's einfach mal mit abnehmen? 1,60 Meter und 76 Kilo, wie passt da denn bitte eine Größe 40? Jacqueline, mach dir doch keine Gedanken über solche Dinge. Du findest dich doch schön und du liebst deinen Körper. Du weißt, was er geleistet hat und du weißt doch, wie schön du bist. Aber 76,6 Kilo sind laut BMI Übergewicht und ich will nicht übergewichtig sein. Lass dich doch nicht von solchen Zahlen bestimmen. Hör lieber auf deinen Körper. Ich fühle mich aber einfach nicht fit, wenn ich eine Treppe hochlaufe und am Ende oben keuchend ankomme. Das ist doch ein richtiges Argument, um auf seinen Körper zu hören und vielleicht auch was dafür zu tun und nicht, weil irgendwelche Zahlen oder die Medien dir vorgeben, wer du zu sein hast. Nur weil du kurvig bist, heißt es doch nicht gleich, dass du nicht fit sein kannst. Gut, dann verzichte ich jetzt sofort auf Kohlenhydrate und Zucker und zähle meine Kalorien und mache jeden Tag Sport, bis ich endlich abgenommen habe. Aber hat dich das denn nicht genau an den Punkt gebracht, an dem du jetzt gerade bist? Ja, so ziemlich genau diese Unterhaltung habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr häufig in meinem Kopf durchgespielt. Und zwar nicht nur wegen Kommentaren wie solcher, die ich euch vorhin gesagt habe, die natürlich auch eine große Rolle dafür spielen, aber auch, weil ich in den letzten Monaten bewusst nicht mehr auf Zahlen gehört habe, auf Kleidergrößen, auf mein Gewicht auf der Waage. Ich habe mich nicht gewogen, ich habe nicht kontrolliert, wie viel ich zu- oder abnehme. Ich habe einfach gelebt und ich habe genossen und ich habe Dinge gegessen und nicht besonders gut drauf geachtet, was ich meinem Körper zugeführt habe. Und ich habe jetzt natürlich auch gemerkt, dass ich ein wenig zugenommen habe. Ich habe aber auch festgestellt, dass genau solche Unterhaltungen oder solche Zwiespälte, die ich mit mir führe, mich nicht weiterbringen und auch eigentlich nicht das richtige Problem der ganzen Sache sind. Das erste Mal wieder auf die Waage gestellt habe ich mich vor ziemlich genau einer Woche und sehr erschütternderweise das allererste, was mir in den Kopf ging, war: Krass, bist du fett. Beim weiteren Nachdenken war dann mein zweiter Gedanke und zwar direkt als nächster: Wow, okay, ich fühle mich aber gar nicht so dick und wenn ich mich im Spiegel ansehe, dann fühle ich mich nicht so, als würde ich so viel wiegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch genau das eigentliche Problem ist. Ich habe mit euch geteilt, als das passiert ist. Also als ich mich auf die Waage gestellt habe, mich gewogen habe und dann quasi aus allen Wolken gefallen bin, weil ich eben nicht damit gerechnet habe, dass ich so viel zugenommen habe. Und ich weiß auch, weil mir ganz, ganz viele von euch geschrieben haben, dass sie dieses Problem auch haben, dass sie sich gewogen haben oder immer wieder wiegen und irgendwie nicht im Kopf zusammenbekommen, warum sie diese Zahl da sehen und sich eigentlich wohlfühlen oder dass sie vielleicht gerne was ändern würden, aber irgendwie auch nicht die Notwendigkeit dafür sehen, weil sie ihren Körper so akzeptieren können, wie er ist. Und ich glaube, das allergrößte Problem, was wir mit diesen Zahlen haben, also sowohl mit der Kleidergröße als auch mit der Waage, ist, dass wir, sobald wir diese Zahl vor Augen haben, komplett unser Körpergefühl ausblenden. Das Einzige, was sich dann im Kopf festbrennt, ist diese Zahl und dieses, was einem vorgegaukelt wird von den Medien und von anderen Menschen, zu hoch zu sein und dann ungewünschte Ratschläge und Tipps zu bekommen, was man denn ändern könnte mit seinem Leben oder dann eben dieses: Krass, da steht eine Zahl und eigentlich bedeutet diese Zahl ja, ich bin viel zu dick, und das bekommt man einfach immer wieder vor Augen gehalten und blendet komplett aus, was eigentlich wichtig sein sollte. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn ihr euch keine Gedanken mehr über das Gewicht machen würdet? Viel wichtiger sollte doch sein, darauf zu hören, wie man sich fühlt. Wie findest du dich in deiner Kleidung oder wie wohl fühlst du dich in deiner Haut, wenn du dich im Spiegel anschaust? Und das Allerwichtigste für mich sollte sein: Wie fit und vor allem wie gesund bin ich eigentlich? Wir können auch alle was dafür tun, damit uns das besser gelingt, uns lieber diese Fragen zu fragen. Und zwar, indem wir aufhören, uns gegenseitig nach der Kleidergröße zu fragen, nach dem Gewicht zu fragen oder zu versuchen, Menschen in irgendwelche Kategorien zu stecken, zu sagen: Okay, sie ist mollig und sie ist dick und sie ist kurvig und sie ist dürr oder mager oder sieht aus wie ein Hungerhaken oder sie sieht aus wie ein Wal. Anstatt uns mit solchen Fragen zu beschäftigen oder solche Dinge zu sagen, könnten wir uns auch einfach mal fragen: Wie fühlst du dich?
Ich hoffe sehr, dieses etwas andere Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jederzeit sehr, sehr gerne kostenlos tun. Wenn ihr auch so ein bisschen mit dem Thema Körperwahrnehmung und positiv bleiben oder mit dem Abnehmen zu tun habt, wie ich, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wenn jemand von euch dabei ist, der gerne wieder aktiver werden möchte. Ihr wisst ja, mein Jimondo-Code ist immer noch da, der heißt Chucky25, den könnt ihr jederzeit nutzen, wenn ihr das wollt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!